Die Premiere des zweiten Films über Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwochabend zahlreiche türkise Prominenz ins Wiener Artis-Kino gelockt. Neben dem Altkanzler selbst schritten unter anderem auch die Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger zur offiziellen Erstaufführung von Kurz, der Film. Zwei Kurzfilme unmittelbar hintereinander. Zufall? Ich glaube, dass da natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen und dass es durchaus sehr viel Aufmerksamkeit gibt und dass die Person Sebastian Kurz natürlich nach wie vor auch eine große Faszination ausübt. Das, glaube ich, zeigt auch das Medieninteresse heute. Ich glaube, den lasse ich aus. Der Herr Langbein hat für ein Interview angefragt. Es ist legitim, finde ich, dass jeder Filmemacher seine eigene Meinung hat, das respektiere ich auch. Die meisten probieren aber zumindest irgendwie objektiv zu wirken, nachdem er den Versuch nicht unternommen hat, habe ich mich auch entschieden, da kein Interview zu geben. Bei dem Film war ich auch sehr skeptisch, habe dann aber das Gefühl gehabt, das ist der Versuch, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, und darum haben wir uns entschieden, auch da ein Statement abzugeben und für Interviews zur Verfügung zu stellen. Mutmaßungen, der Film könnte eventuell sein Polit-Comeback einläuten, wies Kurz klar zurück. Nein, definitiv nicht. Der demnächst wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht stehende Altkanzler gönnte sich vor dem Filmstart ein Bad in der Medienmenge. Das Premierenpublikum schien vorwiegend aus dem ÖVP-Lager zu stammen. Gäste aus dem kritischen Lager seien zwar eingeladen worden, waren aber kaum anwesend, so der Regisseur des Premierenfilms. Dass man vereinnahmt wird, ist natürlich immer die Gefahr. Dieses Ausmaß habe ich leider Gottes nicht vorausgesehen und ich bin ein gutes Stück klüger geworden die letzten Tage. Kritiker sprechen von einer PR-Show für Sebastian Kurz. Die Kritik schmerzt mich. Weil ich persönlich Sebastian Kurz in keinster Weise sehr nahe stehe, weil ich seiner Politik in keinster Weise nahe stehe. Ich habe mich ihm von der filmischen Seite genähert. Ich habe mich ihm als polarisierende Figur, als sehr streitbare Figur versucht zu nähern. Ich hoffe, dass der Film so rezipiert wird, wie ich ihn gedacht hatte und angedacht hatte. Ich hoffe, dass die Zuseher und Zuseherinnen genau hinsehen, dass sie die Zweischneidigkeit auch von vielen Kommentaren sehen. Und hoffe, dass sich trotz allem alle gut unterhalten. Vor Ort war hingegen Medienhistoriker Fritz Hausjell, der von Kölnreiter zwar interviewt wurde, im Film aber nicht vorkommt. Nach meinen ersten Informationen von Personen, die den Film schon gesehen haben, kommt das Thema Medien ein bisschen vor, ja, aber eher als Kritik an Medien. Meine Aussagen haben sich wesentlich darum gedreht, wie dieses System Message Control und wie diese Vorwürfe im Bereich der Korruption mit manchen Medien zu sehen ist. Mag sein, dass man da aus rechtlichen Gründen vielleicht das so entschieden hat. Mag sein, dass das, was manche jetzt vermuten, die Finanzierung, die eine Rolle spielt. Laut Regisseur aus dramaturgischen Gründen. Das Thema sei nach wie vor im Film präsent. Ich komme also im Abspann mit Namen vor. Da hat man ein bisschen so das Gefühl wie früher, wenn man in Ungnade gefallen ist, ist man aus den Bildern rausretuschiert worden und die Schuhe hat man drin lassen.